Code 8 Teil 2. Code 8 Teil 2 ist die Fortsetzung zu einem Überraschungshit, der wiederum auf einem Kurzfilm basierte. Gibt der Stoff genug her, um auch im Sequel zu rocken, oder hat man die Prämisse schon überstrapaziert? Code 8 Teil 2, die Handlungsangabe. In der Fortsetzung von Code 8 arbeitet der aus der Haft entlassene Connor, gespielt von Robbie Amell, als Hausmeister in einem Gemeindezentrum. Mit seinem einstigen Komplizen Garrett, gespielt von Stephen Amell, will er nichts mehr zu tun haben. Doch sein Plan, sich keinen Ärger mehr einzuhandeln, löst sich in Luft auf, als er der 14-jährigen Pev, gespielt von Sirena Ghulam Gauss, bei der Flucht von einer korrupten Polizeitreppe unter der Leitung von Sergeant King, gespielt von Alex Mallari Jr., helfen muss. Während sich King mithilfe einer neuen Roboterhundestaffel an Pevs Fersen heftet, ist Connor gezwungen, Garrett und seine Truppe um Hilfe zu bitten. Doch kann er dem Mann vertrauen, der ihn damals ins Gefängnis brachte? Wer hat Angst vorm Robohund? Schon der erste Teil krankte substanziell daran, nicht mehr als ein aufgeblasener Kurzfilm zu sein. Handwerklich und vor allem in Anbetracht des Budgets gut gemacht, aber auf inhaltlicher Ebene dünn und allzeit zu deutlich an andere Werke im Subgenre der Near-Future-Dystopie angelehnt. Leider oder Gott sei Dank, da Konkurrenz ein Stück ja immer das Geschäft belebt, haben kleinere Studios und Dienste in den vergangenen Jahren sehr viele Geschichten über Menschen mit Kräften abseits von Marvel und DC produziert, die im Kern aber immer um dieselben zentralen Fragen kreiseln. Chronicle, Project Power, Die Gabe, The Last Days of American Crime, die Liste lässt sich noch fortsetzen. Allen ist gemein, dass man ihnen bei bösem Willen jeweils unterstellen könnte, nur langgestreckte Black Mirror-Ideen zu sein. Und so war es eben auch mit dem Zukunftsszenario, das Code 8 aufzeigte. Polizeistadtfantasie, unterdrückte Minderheit mit übernatürlichen Fähigkeiten, eine Superdroge, ein Hauch von X-Men-Message und im Zentrum der Handlung zwei sich auch nicht ganz einige Protagonisten. Diese wurden und werden interessanterweise in beiden Teilen von den Amell-Cousins gespielt, die dem aufkommenden Franchise quasi etwas wie Star Power einhauchen sollen. Auf dem Twist baut der zweite Teil nun auf und strickt darum ein Szenario, das in Ansätzen von The Raid und Dread erinnert. Auch Code 8 Teil 2 ist technisch grundsolide. In die Handlung integriert man nun noch ein junges, ebenfalls begabtes Mädchen, das Connor in bewährter The Last of Us-Manier behüten und eskortieren muss. Auch hier ist Innovation Fehlanzeige, aber grundsätzlich funktioniert die Dynamik weiterhin gut und hält über die kompakte Länge bei der Stange. Genauso gut entfaltet sich auch wieder die Reiberei zwischen den Amells, die beide schauspielerisch keine Bäume ausreißen, aber ihren Fans das gewohnte Spiel bieten, das die beiden zu Publikumslieblingen in wahlweise Heels, Green Arrow oder Upload gemacht hat. Sowohl Robbie als auch Steven sind nun mal ziemliche Sympathieträger, mit denen man gern mitfühlt, auch wenn sie darstellerisch immer wieder ähnliche Rollentypen einnehmen. Darstellerisch besser hingegen ist die junge Sirena Ghulam Gauss, die schnell zu emotionalen Anker wird und in ihrer Ambivalenz auch frischen Wind in das sonst sehr vorhersehbare Sujet bringt. Ein Kritikpunkt ist eventuell, dass vieles in der Nacht stattfindet, vermeintlich um den Budgetmangel in Sachen Computereffekte zu kaschieren. Doch das muss man erstmal umzusetzen wissen. Und so gelingt es nach Teil 1 auch im Sequel verhältnismäßig gute CGI abzubilden. Die Zeitlupen in den Action-Szenen haben Wucht, die Darstellung der Superkräfte ist überdurchschnittlich und somit ist das Worldbuilding am Ende sogar noch stimmiger als im Erstling. Man merkt dann doch, dass Netflix in die Fortsetzung einiges mehr an Mitteln gepumpt hat und damit näher an die Kinoqualität der großen Superheldenfilme heranrücken konnte. Um jedoch tatsächlich Kinoniveau zu erreichen, ist das Projekt zu vorhersehbar, austauschbar und schlicht doch unterqualifiziert besetzt. Im Streaming bestens aufgehoben. Vieles in Code 8 Teil 2 ist altbekannt. Die Vorbilder werden aber auch nicht verleugnet. Und trotz alledem machen die gut anderthalb Stunden vor dem heimischen Fernseher mit diesem Actionfilm Spaß. Der Spannungsaufbau gelingt besser als in Teil 1, die Welt fühlt sich ausgefeilter, lebendiger an und da man die Protagonisten nun schon länger verfolgt hat, kann man auch besser mit ihnen mitfiebern. Im Kino würde der Film sang- und klanglos untergehen, aber im Streaming-Bereich haben die Mid-Budget-Produktionen heutzutage durchaus ihre Daseinsberechtigung. So ist es eigentlich schon absehbar, dass die Abrufzahlen auch einen dritten Teil hergeben würden, den sich der Rezensent dann wieder ansehen wird. Wer beispielsweise Stallones Samaritan bei Konkurrent Prime ins Gedächtnis ruft, wird weitere Parallelen und Muster erkennen, mit denen die Dienste aktuell ihren Content planen. Im Vergleich ist Stallone zwar der größere Star, um einen Exklusivtitel zu vermarkten, aber dafür haben wohl beide bisherigen Code A-Teile zusammen nur etwa so viel gekostet, wie der Rocky-Star allein für seinen Auftritt verlangt haben wird.
Dementsprechend ist die Strategie von Netflix hier konsequent, wenngleich auch im Retorten-Produktionsmodus etwas mehr Originalität und Finesse dem Content gut zu Gesicht stehen würde. Unser Fazit zu Code 8 Teil 2. Code 8 Teil 2 wird Fans des ersten Teils wahrscheinlich sogar besser gefallen, da die Emotionen trotz des weiterhin dünnen Skripts diesmal etwas besser zum Tragen kommen. Die Technik ist stimmig, die Lauflänge überschaubar und die Spannung bis zum Ende drin. Somit ist bei allen berechtigten Kritikpunkten an der Content-Strategie bei Netflix diesem Film eine zaghafte Empfehlung zuzusprechen. Vor allem diejenigen, die wegen den Amels einschalten, werden ihren Spaß haben und dank einer Newcomerin mit viel Potenzial ist es nicht mal zwingend notwendig, die beiden Cousins als Sympathieträger auszumachen. Code 8 Teil 2 läuft ab dem 29. Februar 2024 bei Netflix. Unsere Wertung: 3 von 5 Toastscheiben.